Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Juni 2017 und herzlichen Glückwunsch an alle Krebse, die jetzt im Juni Geburtstag haben. Spätestens ab dem 6. Juni habt ihr traumhaft schöne Sterne. Die Liebesplaneten stärken euch mit Flirtenergie, Ausstrahlung und dem Mut, euch zu zeigen und euch einzubringen. Bestehende Beziehungen bekommen sehr schöne neue Impulse. Singles können ihren Traumpartner finden. Bevor ich näher einsteige, hier noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder was zu verlosen gibt. Wenn euch das interessiert, bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Jetzt zum Erlebnishintergrund, zu den länger bestehenden Aspekten, die auf euch einwirken. Fangen wir an mit Glücksplanet Jupiter. Der steht hier für euch im vierten Haus der Familie in einer Spannung zur Krebssonne und hat viel Gutes, aber wie gesagt, durch die Spannung bringt es auch ein paar Probleme mit sich. Das Gute ist eben, dass für viele Krebsgeborene sehr schöne Zeiten herrschen in der Familie, mit der Familie, in ihrem Heim. Das ist ein guter Impuls für Krebse, die ihre Wohn- und Familiensituation verbessern wollen. Ihr bekommt viel Besuch. Es ist eine gute Gelegenheit, um Feste zu feiern. Und diejenigen von euch, die eben im Juni Geburtstag haben, die sollten auch auf jeden Fall was unternehmen und Leute zu sich einladen. Die Spannung zu Jupiter kann es mit sich bringen, dass man sich leichter aufregt, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Jupiter ist auch der Planet der Gerechtigkeit. Und wenn es Dinge gibt, die euch aufregen, weil ihr einfach spürt, das ist unfair zugegangen, dann kann es sein, dass ihr da auch sehr emotional reagiert. Und das verstärkt sich diesen Monat dadurch, dass auch der Mars ins Zeichen Krebs gehen wird. Da müsst ihr vielleicht manchmal ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht übers Ziel hinausschießt. Und den Jupiter-Aspekt spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 3. und 7. Juli Geburtstag haben. Und auf die gleichen Geburtstagskinder wirkt auch das Trigon von Neptun ein in diesem Monat. Neptun steht ja in den Fischen und bildet einen schönen harmonischen Aspekt zur Krebssonne hier auf euer Sonnenzeichen oder auch auf euren Aszendenten. Und das bedeutet ein Zugewinn an Romantik, an romantischen Chancen und Möglichkeiten. Weil er eben auch positiv steht, lauft ihr da weniger Gefahr, in diese Problematik mit Dreiecksbeziehungen und Heimlichkeiten zu geraten, sondern ihr dürftet dann mehr wirklich die schöne und romantische Seite von Neptun auskosten. Für manche bedeutet das auch, dass ihr romantische Pläne macht, weil er für euch im 9. Haus steht, dass ihr viel Fantasie habt, aber einfach vom Aspekt her ist es eine sehr, sehr schöne Zeit für alle Krebse, die schon in der Beziehung sind, die jetzt eben romantischer empfinden als je zuvor und auch diejenigen, die vielleicht jemand Neues kennenlernen. Genau, dann haben wir weiterhin die Opposition zu Pluto, der für euch im Partnerhaus steht, in eurem gegenüberliegenden Zeichen Steinbock. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Konstellation für viele Krebse. Die haben das auch schon gemerkt. Für euch steht jetzt an, durch eine Beziehung gewandelt zu werden. Für manche Krebse bedeutet das auch, dass sie sich getrennt haben, dass sie konsequent geworden sind. Auf jeden Fall die Beziehungs- und Begegnungssituation in eurem Leben, die verändert sich und die verändert euch auch. Und das kann aber natürlich auch sein, dass eben jemand sehr Wichtiges in euer Leben tritt, wenn ihr noch Single seid. Und dann wird es für euch sehr, sehr spannend. Da müsst ihr nur aufpassen, dass derjenige keinen Druck auf euch ausübt oder Veränderungen von euch verlangt, die euch nicht gefallen. Wenn es gut läuft, dann werdet ihr euch in eine Richtung wandeln, die für euch auch gut ist durch diese Begegnung oder Partnerschaft. Und das gilt auch für diejenigen Krebse, die in einer Beziehung sind. Wenn es gut läuft, werdet ihr mit eurem Partner gemeinsam neue Wege gehen oder einen Wandel vollbringen oder vielleicht dadurch, dass der Partner sehr wichtige Dinge in seinem Leben ändert, euch selbst eben natürlich auch ändern müssen, aber eben in einer Richtung, die zu eurem inneren Wachstum führt. Wenn es nicht so gut läuft, kann das eben auch wirklich mit Verlusten und einer Trennung einhergehen. Diejenigen Krebse, die sich jetzt angesprochen fühlen, die werden wissen, was ich meine. Aber in diesem Monat steht Pluto in vieler Hinsicht positiv für euch. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Nur der Neumond jetzt vom 25. Mai, da habt ihr auch mit diesem Pluto-Quadrat zu tun. Da kann es zu einer Zurückweisung kommen für euch.
die vielleicht erstmal schmerzlich ist, aber da gilt das, was ich in der kosmischen Schwingung gesagt habe, nicht gleich panisch werden, nicht gleich sich trennen oder nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten, weil das kann sich dann doch noch wieder zum Guten wenden. Also wenn ihr eine Unsicherheit verspürt um diese Zeit rum, um Ende Mai rum, dann bleibt erstmal standhaft und lasst euch nicht gleich verrückt machen. Kommen wir aber gleich noch zu meinem Neumond. Und das spüren jetzt besonders diejenigen, die zwischen dem 9. und 14. Juli Geburtstag haben. Dann haben wir noch das Quadrat zu Uranus, also die Spannung hier zu Aufregungsplanet Uranus. Der steht für euch im 10. Haus. Haben auch viele Krebse schon lange jetzt mit zu tun, mit sehr aufregenden Entwicklungen, was ihr berufliches Fortkommen angeht. Manche Umwälzungen auch, die einfach mit sich gebracht haben, dass man da sehr großen Herausforderungen ausgesetzt war oder ist. Und auch da gilt, Nerven bewahren. Und wirklich einfach auch davon ausgehen, dass das auch Veränderungen sind, die zu eurem Wachstum beitragen können. Und das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder zwischen 18. und 22. Juli Geburtstag haben. Da steht der Uranus ganz hinten in der dritten Dekade. Okay, soweit die langfristigen Entwicklungen. Wenn ihr das Gefühl habt, ich habe nicht alles abgedeckt, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit nochmal im Jahreshoroskop nachgucken. Da bin ich dann sehr, sehr gründlich auf die Bedeutung der Langsamläufer für jedes Sternzeichen während des ganzen Jahres eingegangen. Gut, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Es geht los, wie gesagt, mit dem Neumond vom 25. Mai. Der ist im Zeichen Zwillinge und damit im 12. Sonnenhaus der Krebsgeborenen. Das bedeutet, im Juni ist auch für spirituell tätige Krebsgeborene eine sehr schöne Zeit, denn die Impulse kommen aus der geistigen Welt, aus dem Rückzug. Also diejenigen von euch, die in Kontakt mit dieser Neumondenergie treten wollen, die sollten viel meditieren oder Zeit für sich finden, denn da kommen jetzt Impulse, die können auch im Traum kommen, die euch inspirieren. Für manche Krebse kann es einfach auch bedeuten, dass solange die Sonne hier in 12 ist, bis sie dann ins Zeichen Krebs geht, dass ihr euch ein bisschen müder fühlt als sonst. Und auch das einfach bedeutet, dass ihr öfter mal einen Rückzug braucht oder einfach mal ein bisschen mehr schlafen solltet. Manche schlafen jetzt auch unruhig, aber das geht dann auch wieder vorbei, ne? Ihr müsst dann dem einfach Rechnung tragen, indem ihr euch dann auch genug mit Schlaf und Rückzugsmöglichkeiten versorgt. Genau, das ist der Neumond und dann haben wir ja eben, wie gesagt, diese etwas gefährliche Konstellation hier mit diesem Venus-Quadrat, die kann euch eben betreffen, da kann es zu einer Zurückweisung kommen oder vielleicht seid ihr selber wegen einer Sache tief bewegt oder aufgewühlt und wollt euch vielleicht trennen oder eben euer Partner. Und da würde ich wirklich dazu raten, erstmal Ruhe zu bewahren und mal abzuwarten, bis denn so langsam der Juni voranschreitet und bis es zum 6. Juni kommt, wenn die Venus in den Stier geht. Und dann wird die Sache wahrscheinlich doch noch wieder zu einem Happy End kommen. Genau, so viel zum Neumond. Und dann geht es am 1. Juni dann los. Die Sonne steht weiterhin für euch im 12. Haus, ne? Deswegen möglicherweise seid ihr auch manchmal ein bisschen müde und braucht Rückzug. Der Mars steht im Moment auch noch in 12 für euch. Auch das kann bedeuten, dass ihr nicht ganz so vital seid wie sonst. Aber das ist dann bald vorbei. Dann haben wir die Venus, die steht im Zeichen Widder für euch im 10. Haus der Karriere. Ist schön für euer Vorankommen, kann auch einen Flirt mit sich bringen durch jemanden, den ihr auf eurem Karriereweg kennenlernt. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Spannung, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, aber das war ja jetzt in den letzten Wochen schon so, konntet ihr euch schon daran gewöhnen und ist auch nicht mehr lange. Dann haben wir den Merkur, der steht im Stier für euch im 11. Haus. Der steht jetzt günstig, gerade Anfang des Monats auch günstig zu Pluto. Das heißt, hier ist ein Verständnis zwischen eurem Partner oder euren Partnerschaftsbelangen und jemanden, mit dem ihr befreundet seid. Da könnt ihr euch also auch mit Freunden vielleicht austauschen über solche Angelegenheiten. Genau. So, dann der erste. Warte mal, habe ich hier nicht noch einen Top-Tag für euch? Moment, habe ich das aufgeschrieben? Nee, der erste wichtige Übergang für euch ist dann erstmal am 4., am Sonntag, den 4., das ist der Pfingstsonntag. Da geht der Mars in euer Zeichen. Und das wird sehr stark für euch die Energie verändern. Das werdet ihr wahrscheinlich spüren. Mars lenkt eben dann Energie ins Zeichen Krebs. Und das bedeutet ein Zuwachs an Vitalität, vielleicht auch an Mut,
sich jetzt wieder mal auf einen Flirt einzulassen oder aus sich rauszugehen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr gereizt seid als sonst oder vielleicht auch ein bisschen angriffslustiger, weil Mars ist ja auch so der Planet des Angriffs und man euch dann schon auch ernst nehmen sollte, weil ihr dann auch bereit seid, deutlich zu werden, wenn euch etwas nicht passt. Ne? Und das betrifft die erste Dekade bis zum 28. Juni. In der Zeit läuft er durch die erste Dekade und dann den Rest des Monats durch die zweite Dekade und dann im Juli eben noch weiter durch die dritte Dekade. So, das ist wichtig für euch und dann ist sehr wichtig, dass dann die Venus am 6. Juni ins Zeichen Stier geht und damit in einen schönen Aspekt, in einen Freundschafts- und Förderungsaspekt zur Krebssonne. Das ist super für euch. Und geht ins Haus der Freunde. Das bedeutet eben auch, dass es ein Monat wird, in dem Freundschaften, freundschaftliche Kontakte großgeschrieben sind. Freundinnen vor allem auch, weil es ja die Venus ist. Und deswegen solltet ihr auch euren Geburtstag unbedingt feiern und Leute einladen, weil es dann unter sehr schönen Sternen steht. Und dieses Sextil zur Venus genießt die erste Dekade bis zum 17. Juni. Und dann geht die Venus durch die zweite Dekade bis zum 26. Juni und dann bis zum 4. Juli durch die dritte Dekade und damit eben jeweils in einen sehr schönen Aspekt zu eurer Sonne. Genau, dann am 7. geht dann der Merkur in die Zwillinge und damit auch in euer 12. Sonnenhaus. Ist super für spirituelle Krebse, weil Merkur ist ja die Kommunikation, das hieße jetzt Kommunikation mit der geistigen Welt oder was es auch immer ist für euch, stärkere Gespürigkeit noch als sonst schon immer für alles Spirituelle und Verborgene. Kann aber auch manchmal so ein Gefühl mit sich bringen, dass Informationen verloren gehen oder wenn, dann auf ganz ungewöhnlichen und versteckten Wegen zu euch finden. So, das beginnt eben. Am 7. Juni ist aber nur bis zum 21., dann geht der Merkur nämlich in euer Zeichen. So, am 7. habt ihr auch einen Top-Tag, denn da haben wir den Mond sehr schön für euch im 5. Haus der Kreativität und Sexualität stehen und gleichzeitig, also damit auch im guten Aspekt zu eurer Sonne und gleichzeitig haben wir Venus und Mars in einer sehr schönen Verbindung und das Ganze eben in euer erstes Haus. Mars steht bei euch im ersten Haus und dann die Venus hier in 11. Das ist einfach eine super tolle Flirt-Energie und diese Energie könnt ihr direkt anzapfen mit der Krebssonne dann. Ne? Das ist also ein spitzenmäßiger Aspekt, in dem Fall vor allem für Krebsmänner auch gut, weil der Mars im ersten Haus natürlich für die Herren immer eine sehr positive Sache, bringt aber überhaupt auch für Krebsfrauen einfach ein bisschen Mut, auch mal wirklich rauszugehen, sich zu zeigen und zu sagen, hier bin ich. Und dieser schöne Aspekt wirkt noch weiter bis zum 9. Juni. Und am 9. Juni ist dann auch schon der Vollmond. Ist natürlich für euch super wichtig, weil ihr seid ja das Mondzeichen des Tierkreises und dadurch besonders sensibel für den Vollmond. Und der beleuchtet jetzt natürlich wieder die spirituelle Seite der Krebse und hier auf der anderen Seite das Haus der Heilung und der täglichen Notwendigkeiten. Das heißt, diese beiden Pole gilt es jetzt in Übereinstimmung zu bringen. Ist eine sehr, sehr schöne Konstellation für Krebsgeborene, die spirituell oder heilend tätig sind. Es kann auch darum gehen, dass ihr euch am Arbeitsplatz einen persönlichen Freiraum schaffen sollt. Dafür würde hier die Lilith sprechen. Lilith ist ja so ein bisschen die Kompromisslose. Und vielleicht braucht ihr das einfach, dass ihr bei euren täglichen Abläufen ein bisschen mehr Freiraum habt, wie dass ihr das so gestalten könnt, wie es euch passt. Genau. Dann habt ihr einen Top-Tag und zwar, zwei Top-Tage und zwar vom Samstag, den 10. mittags bis Sonntag, den 11. Juni. Denn da wird sich so ab der Mittagszeit der Mond im Steinbock befinden, also bei euch im Partnerhaus und der verbindet sich dann erst mit der Venus hier, mit dem schönen Aspekt zur Venus und dann auch noch mit Neptun, der ja hier günstig für euch steht. Und das bedeutet, dass es wahrscheinlich ein gefühlvolles und kuscheliges Wochenende für euch wird. Ja, dann habe ich gleich noch einen Top-Tag am 16. für euch gefunden. Da haben wir nämlich hier den Mond in den Fischen, der verbindet sich dann hier wieder mit dem Romantiker Neptun und das Ganze in einem schönen Aspekt zur Krebssonne. Und macht euch romantisch, während ihr gleichzeitig auch mutig seid. Das ist schon nicht schlecht für die Krebsgeborenen, um eben auch einen Flirt anzufangen. Und dann noch einen Top-Tag haben wir am 20.
Da haben wir dann den Mond hier für euch bei der Venus stehen im Stier, auch in einem sehr schönen Aspekt. Also die Mondaspekte sind natürlich für euch Krebse ganz, ganz, ganz besonders wichtig. Und das kann hier sowohl eine tiefe freundschaftliche Entwicklung bedeuten, als auch einen traumhaft schönen Flirt, weil ja die Venus sich dann hier auch noch mit Neptun verbindet. Und das Ganze auch wieder hier mit dem Mars, der in eurem Haus steht. Also ihr seid sowohl voller Energie und auch Antrieb und auch Trieb, als auch voller Flirt- und Romantikenergie. Das heißt, es ist also sexy und zartfühlend gleichzeitig. Also eigentlich optimal. Also da dürfte euch kaum jemand widerstehen können. Ja, der 21. natürlich dann sehr wichtig für euch Krebse, weil die Sonne dann in den Krebs geht. Und das ist auch die Sommersonnenwende. Könnt ihr euch ja dann mein Special dazu auch nochmal anschauen. Und auch der Merkur geht dann in den Krebs und steht euch zur Verfügung, um euch auszutauschen und um eure Gefühle rüberzubringen und euren Charme rüberzubringen und die richtigen Worte zu finden. Ist also alles sehr schön für euch. Und dann ist noch ein Top-Tag, der Neumond am 24. Alles im Zeichen Krebs, Sonne, Mond, der Merkur dabei, der Mars dabei. Da könnt ihr sozusagen einen großen Auftritt haben. Gleichzeitig haben wir dann eben hier die Venus in einem schönen Aspekt zu dem Pluto, der bei euch im Partnerhaus steht. Das heißt, falls es diese Probleme gegeben haben sollte mit der Zurückweisung, von der ich gesprochen habe, mit dem Neumond, mit dem letzten Neumond, dann sieht es so aus, als würde sich mit dem Neumond im Krebs das dann zum Guten wenden, spätestens, weil da eben hier die Planeten in Harmonie stehen. Die Harmonie geht in euer Partnerhaus, das Einzige. Ah ja, genau, was auch super ist, Mars ist ja immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Das kann einen ja auch streitbar machen, wenn er auch hier mit dem Mond, also dass man aus gefühlsmäßigen Gründen vielleicht einen Ausbruch hat, aber gerade an dem Tag hat der Mars auch noch einen schönen Aspekt zu Neptun und ist von daher eher sanft gestimmt. Also ich glaube, dass das ein sehr, sehr schöner Tag für euch ist, erstmal dieser Samstag, der 24. und es eben auch ein toller Neumond ist, der die Energie der nächsten 4 Wochen für euch vorgibt. Und da geht es um euch. Ihr steht im Mittelpunkt, denkt darüber nach, was ihr für euch in den nächsten 4 Wochen erreichen wollt, aber auch ruhig langfristig, also auch ruhig im ganzen Jahr, wie ihr euch in einer Partnerschaft einbringen wollt. Da habt ihr auch eine große Gestaltungskraft, könnt ihr es wirklich, also ihr müsst jetzt nicht warten, bis der Kosmos euch was bringt, ja, sondern ihr solltet euch klar sein, dass die Kraft, Dinge zu gestalten, wirklich auch dann bei euch liegt. Und das könntet ihr dann in den darauffolgenden 4 Wochen mal auszuprobieren. Also damit meine ich eben auch Beziehungen zu gestalten. Also und Singles können dann ihren Traumpartner visualisieren und sich überlegen, wie sie sich selbst etwas Gutes tun können, um ihre eigene Ausstrahlung zu stärken. Ja, also das ist wirklich eine super Konstellation für euch. Der Monat klingt dann aus, am 28. auch nochmal mit einer sehr schönen Mondkonstellation und auch am 29. sind auch nochmal günstige Tage für euch, die sowohl die Neumondposition als auch hier Pluto im Partnerhaus nochmal positiv anregen. Also ich denke, ihr werdet damit ganz zufrieden sein und für euch gilt eben auch, schaut, dass ihr in diesem Monat so viel wie möglich an Kommunikation erledigt und an Vertrauen aufbaut mit Menschen, die ihr liebt. Denn es wird im Juli und August nochmal hoch hergehen und mehr dazu erfahrt ihr dann natürlich in den nächsten Monatsvideos. Ja, meine lieben Krebse, wenn ihr mehr wissen wollt, wie die Sterne zu eurem persönlichen Horoskop stehen, könnt ihr mich natürlich jederzeit in Anspruch nehmen für eine persönliche Beratung. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage und da könnt ihr die Beratung jetzt auch ganz direkt buchen. Die Verlosung, da geht es wieder um 15 Minuten Kurzberatung zu einem Thema eurer Wahl. Und wenn ihr daran mitmachen wollt, dann postet mir doch hier einen freundlichen und konstruktiven und interessanten Kommentar und abonniert bitte meinen Kanal, braucht ihr nur hier zu klicken. Und was ich euch auch noch empfehlen wollte, mein Webinar Antonias Sterne, da könnt ihr teilnehmen und da kann jeder Teilnehmer eine Frage zum persönlichen Horoskop stellen. Damit wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit und alles Gute mit den Sternen.